Eine der wichtigsten Neuerungen der letzten 20 Jahre ist die stetig wachsende Zahl an offenen Daten und offenen Inhalten. Davon profitieren aus verschiedenen Gründen die Gesellschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft. Beispielsweise wird durch die Offenlegung von Regierungs- und Verwaltungsdaten das staatliche Handeln transparenter für alle. Dies gibt den Bürgern die Möglichkeit, aktiv an demokratischen Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Dieser offene Diskurs schafft den Rahmen für gesellschaftliche Projekte und eine Politik, die besser an die Bedürfnisse der Bürger angepasst ist. Dieses Prinzip ist auch Teil der internationalen Open Data Charter, einer der wichtigsten staatlichen internationalen Erklärungen zu diesem Thema. Verbunden damit ist die Forderung nach standardmäßiger Offenheit, Open by Default, statt wie bisher eine Herausgabe von Daten nur auf Anfrage. Gemäß der Charta sollen Regierungen das Zurückhalten von Daten sogar begründen müssen, zum Beispiel in Fällen, wo dies mit Privatsphäre oder mit der Sicherheit in Konflikt stünde. Einer der wichtigsten Anliegen der Open Data Bewegung ist die Förderung von Entwicklung und Innovation. Auch dies ist eines der 6 Kernprinzipien der Open Data Charta. Für die Zeit von 2016 von 2020 erwartet die Europäische Kommission gemäß einer Studie ein direktes Marktvolumen von 325 Milliarden Euro, das aus der Wiederverwendung von Open Data gewonnen wird. Beispielsweise durch die Einsparung von Kosten zur Erhebung von Daten, gesteigerte Effizienz und verbesserte Dienstleistungen. Im gleichen Zeitraum sollen in der EU im Bereich von Open Data die Arbeitsplätze anwachsen von 75.000 auf 100.000. Gleichzeitig profitieren viele Forschungseinrichtungen und Unternehmen von Open Data. Sie werden zusätzlich unterstützt durch Förderprogramme wie zum Beispiel den M-Fund des BMVI. Geodaten sind eine Teilmenge der offenen Daten. Wegen der Vielzahl an globalen, länderübergreifenden und interdisziplinären Fragestellungen sind ein offener Austausch und Zugang zu Geodaten von fundamentaler Bedeutung für raumbezogene Wissenschaften. Bemühungen in dieser Hinsicht lassen sich bis in die 1950er Jahre zurückverfolgen, in das internationale geophysische Jahr. Entscheidende Impulse für die Offenheit und Standardisierung in der GIS-Welt wurden Mitte der 1990er Jahre gesetzt, als die Internationale Organisation für Normung, kurz ISO, insbesondere das Technische Komitee 211 für geografische Information und Geomatik, damit begann, Geoinformationen zu normieren und das Open Geospatial Consortium zeitgleich seine Arbeit aufnahm, um Standards zu erstellen. Diese nationalen und internationalen Standards, die so entstanden sind, sind Grundlage für die Entstehung von geografischen Dateninfrastrukturen, kurz GDI, wie zum Beispiel die GSDI auf globaler Ebene, die Inspire-Direktive auf europäischer Ebene, die GDI.de für Deutschland, die Bundesgeodateninfrastruktur in der Schweiz oder das Portal Geoland.at in Österreich. Dank dieser Geodateninfrastrukturen und Standards können damit aus verschiedenen Quellen Daten abgerufen werden und auch in automatisierten Verarbeitungsketten weiterverarbeitet werden, sogar mit unabhängigen austauschbaren Komponenten, die also interoperabel sind. Aus Open Source und Open Content Bewegungen heraus entstanden in den 2000er Jahren die OS Geo Foundation und Projekte wie OpenStreetMap, welche GIS-Software und offene Geodaten in einem bisher nie gekannten Ausmaß der Öffentlichkeit zugänglich machten. Und zwar kostenlos und weitgehend uneingeschränkt.
Hinzu kamen privatwirtschaftliche Angebote wie zum Beispiel EarthViewer von Google Earth oder verschiedene standardbezogene Dienste, die zwar Nutzungsbeschränkungen unterliegen, allerdings für rein private Zwecke zumindest kostenlos genutzt werden können. Zeitversetzt, aber unverkennbar ist auch in öffentlich finanzierten Behörden und Forschungseinrichtungen ein Trend zu Open Data zu verzeichnen. Inzwischen können nicht nur hochwertige Satellitendaten, etwa von den Landsat- und Copernicus-Projekt, abgerufen und kostenlos und frei genutzt werden. Es gibt von einigen Behörden auch hochauflösende Geobasisdaten. Doch wie sind offene Daten beschaffen? Gemäß der Open Definition der Open Knowledge Foundation muss Offenheit sowohl in rechtlicher als auch in technischer Hinsicht gegeben sein. Technische Offenheit ist dann gegeben, sofern ein Werk als Ganzes verfügbar ist, vorzugsweise zum offenen Download und in einem offenen, maschinenlesbaren, standardisierten Datenformat vorliegt, das zur Weiterarbeitung, Verarbeitung mit Hilfe von Computern, aber unabhängig von bestimmten Softwarekomponenten möglich macht. Nutzung, Verarbeitung und Weitergabe unabhängig vom Zweck müssen allerdings auch rechtlich erlaubt sein. Handelt es sich hierbei nicht etwa um ein gemeinfreies Werk, das schon von Gesetzes wegen der Öffentlichkeit zur freien Verfügung steht, muss der Zugang über Lizenzen und Nutzungsbedingungen geregelt sein. Auch hierzu bietet OpenGeoEdu ein kleines Tutorial, um sich schnell einen Überblick über die Vielfalt der Lizenzen zu verschaffen. Eine oft genutzte Lizenzfamilie ist Creative Commons in seinen verschiedenen Varianten. Einfache Symbole verdeutlichen, zu welchen Bedingungen ein Werk genutzt werden kann. Das Kürzel für BY oder das Symbol für BY macht deutlich, dass der Name des Urhebers genannt werden muss. Das Kürzel SA steht für Share Alike und bedeutet, dass das Werk nach der Veränderung unter der gleichen Lizenz weitergegeben werden sollte. Das Kürzel NC macht deutlich, dass das Werk nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden darf. Das Kürzel ND macht deutlich, dass das Werk nicht verändert werden darf. Die letzten beiden Beschränkungen stehen im Widerspruch zur Open Definition. Hat man also solche Variationen der Creative Commons Lizenz, ist nach Auffassung der Open Knowledge Foundation nicht mehr von Open Data zu sprechen, obgleich bestimmte Nutzungsrechte dennoch eingeräumt werden. In den deutschsprachigen Ländern werden verschiedene Lizenzen genutzt. So zum Beispiel die Datenlizenz Deutschland, die jetzt in den Varianten Namensnennung und SIO, welche als einheitliche Lizenz für die öffentliche Verwaltung vorgesehen ist. Eine Variante der CC BY-Lizenz, speziell für die österreichische Rechtsprechung, wird in diesem Land Österreich verwendet. In der Schweiz wird zum Beispiel durch das Schweizerische Bundesamt für Landestopographie die Lizenz für kostenlose Geodaten verwendet. Bei Geodaten auf bundesdeutscher Ebene erfolgt die Freigabe auch durch gesetzliche Verordnung. Um sich einen Überblick über offene Daten zu verschaffen und diese hinsichtlich ihrer Offenheit einordnen zu können, hat das World Wide Web Konsortium das 5-Sterne-Datenmodell entwickelt. Ein Datensatz wird mit der höchstmöglichen Punktzahl an Sternen mit 5 Sternen bewertet, wenn er uneingeschränkt genutzt werden darf und verfügbar ist und von vielen Werkzeugen automatisch verarbeitet werden kann, ohne dass dies zwingend von einem bestimmten Programm abhängig ist. Im Sinne der Idee von Linked Data sollten einzelne Objekte mithilfe von URIs verlinkt und mit anderen Datensätzen verknüpft werden, was zusätzlichen Kontext zu den Informationen herstellt. Die Offenheit
drückt sich dabei unter anderem durch die Datenformate aus. Ein Textbericht oder eine Karte als Bilddatei erhalten nicht mehr als einen Stern, da sie in der Regel weder primäre Rohdaten darstellen, noch automatisch durch ein Computerprogramm weiterverarbeitet werden können. Excel-Tabellen oder zum Beispiel eine Esri-File GeoDatabase erhalten 2 Sterne, da sie zwar strukturiert verarbeitet werden kann, aber spezielle Software dafür nötig ist, die zudem käuflich erworben werden muss. Nur strukturierte Datenformate, die in offenen Standards vorliegen, also von verschiedenen Programmen und Services gleichsam verarbeitet werden kann, erhalten mehr als 3 Sterne oder 3 Sterne. Die Sunlight Foundation hat 2010 ein 10-Punkte-Modell vorgestellt für die Anforderungen an offenen Daten, das immer wieder im Zusammenhang mit der öffentlichen Verwaltung benannt und verwendet wird. Neben den bisher angesprochenen Punkten enthalten die sie beispielsweise das Kriterium der Zeitnähe, welches besagt, dass Daten möglichst früh nach ihrer Erhebung veröffentlicht werden sollten. Auch Diskriminierungsfreiheit ist wichtig. Das bedeutet, dass die Daten möglichst ohne zusätzliche Barrieren zur Verfügung stehen sollten, dass also nicht etwa eine Mitgliedschaft oder eine Registrierung Voraussetzung zum Zugang ist. Auch wichtig ist eine dauerhafte Datenspeicherung. Der Vorteil dieses 10-Punkte-Modells ist, dass man es in eine einfache Punktematrix darstellen kann, um Daten auch zu bewerten. Dies werden wir in einer unserer Übungsbeispiele auch tun. Sollen offene Daten in einem wissenschaftlichen Kontext verwendet werden, müssen jedoch auch weitere Anforderungen erfüllt werden. Zum Beispiel ist es wichtig, dass solche Daten umfangreich beschrieben sind und zitierbar sind. Die Europäische Kommission unter anderem empfiehlt, solche Daten fair zu machen. Fair ist ein Akronym, das für die gleichnamigen Datenrichtlinien steht. Fair bedeutet, dass die Daten auffindbar sein sollten. Findable. Auffindbar sind sie, wenn sie durch aussagekräftige Metadaten versehen sind und über einen persistenten, global eindeutigen Identifier verfügen. Sie sollten außerdem in einem durchsuchbaren Verzeichnis registriert sein. Faire Daten sind außerdem accessible. Das bedeutet, dass man auf sie zugreifen kann. Dazu wird auch wieder der Identifier benutzt. Selbst wenn die Forschungsdaten an sich nicht mehr vorhanden sind, sollten die Metadaten immer noch verfügbar sein. Faire Daten sind interoperabel. Das heißt, dass sie selbst und die Metadaten von verschiedenen Projekten interpretierbar sein sollten und auch mit anderen Datensätzen verknüpfbar sind. Außerdem sind faire Daten reusable, wiederverwendbar. Eine wichtige Voraussetzung für die Wiederverwendbarkeit ist das Vorhandensein einer entsprechenden Datenlizenz. Doch welche speziellen Anforderungen gelten für Geodaten? Nun, dies kommt einerseits auf den jeweiligen Verwendungszweck an, auf die Fitness for Use. Andererseits gibt es umfangreiche Qualitätsstandards, beispielsweise aus der ISO 19xxx-Familie. Außerdem hat der Deutsche Dachverband für Geoinformationen ein entsprechendes Qualitätsmodell erstellt. Geodaten beinhalten in der Regel 3 Komponenten, eine räumliche Information, zeitliche Information und thematische Information. Diese 3 Komponenten sollten Sie im Kopf behalten, wenn Sie Geodaten bewerten in Hinsicht ihrer Qualität. Außerdem gibt es in der Literatur verschiedene Qualitätsdimensionen, die wichtige Kriterien der Datenqualität zusammenfassen. Dazu gehören Auflösung, Genauigkeit, Vollständigkeit und Konsistenz. Schauen wir uns nun
ein kleines Beispiel in Bezug auf Interoperabilität vor. Wie würden Sie nun diese beiden Tabellen verbinden? Tabelle A enthält räumliche Daten sowie Ortsnamen. Tabelle B enthält auch wieder Ortsnamen, die zu den räumlichen Daten gehören und zugehörige Einwohnerzahlen. Doch bei einem genauen Hinblick merken Sie, dass eine Verknüpfung nicht besonders einfach ist. Ein naiver Ansatz wäre, einfach gleiche Namen miteinander zu verbinden, gleiche Ortsnamen. Dies ist eben jedoch nicht besonders praktikabel, wie Sie bereits sehen, anhand der unterschiedlichen Rechtschreibung von Frankfurt am Main oder wie Sie sehen, dass in der einen Tabelle Göttingen als Name steht und die andere Tabelle unterscheidet zwischen Göttingen-Landkreis und Göttingen-Stadt. Auch die Bezeichnung Neustadt ist nicht unbedingt eine eindeutige Bezeichnung für einen Ort. Hier ist die Verwendung von eindeutigen Identifiern zwingend, wie zum Beispiel der 12-stellige amtliche Regionalschlüssel, der innerhalb Deutschland durchgängig verwendet wird, um Verwaltungsgebiete in allen 6 Hierarchiestufen eindeutig zu bezeichnen. Durch die Verwendung des Schlüssels können verschiedene Datensätze aus der deutschen Verwaltung miteinander verknüpft liegen. Es liegt also Interoperabilität vor. Wie Sie das selbst tun können, erfahren Sie in der Übungseinheit Open Data. Außerdem haben wir im Lernmodul Geoinformation ein kleines Video zum Thema Aggregation vorbereitet, wo Sie weitere Hintergründe und Verwendungsmöglichkeiten des Schlüssels erfahren. OpenGeoEDU ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördertes Verbundprojekt unter Führung der Professur für Geodäsie und Geoinformatik der Universität Rostock.